Es ist eine große Sauerei, was da abläuft. Wir warten darauf, die Familien warten darauf, dass Entscheidungen getroffen werden. Und wir werden hier hingehalten, als wenn wir so kleine Jungs sind. Was bisher geschehen ist, ist für die Bundesregierung nicht akzeptabel. Diese Bundesregierung ist nicht erpressbar, diese Bundesregierung lässt sich nicht unter Druck setzen. Und die bisherigen Aktionen sollen doch offenkundig dazu dienen, eine Atmosphäre der Einschüchterung zu erzeugen. Und dafür gibt die Bundesregierung sich nicht her. Ich habe gesagt, dass ich dafür wenig Verständnis habe, weil eben diese Demonstrationen und Proteste ausgelöst wurden durch Provokationen, wie sie Herr Gerhard und auch in den letzten Stunden Herr Bohl über die Medien weitergegeben haben. Das heißt, eine unversöhnliche Haltung, eine Verhaltung, die keinen Kompromiss signalisiert, kann nur als Provokation verstanden werden. Alle wissen, dass mit der jetzigen Situation wir nicht über die Runden kommen. Wir brauchen für diese Auseinandersetzung die Unterstützung des ganzen deutschen Volkes. Kollegen, weiter um die Insel, da kommt die Opposition wieder.